Wendy Holdener. Maria Pietili-Holmner, das schwedische Team ist generell sehr, sehr stark, sagte Michaela Schifrin, um die Konkurrenten mal alle zu nennen. Nicht nur Frieda Hansdotter, sondern auch sie, Maria Pietili-Holmner. Der fehlt aber auch noch mal der große Erfolg. Und oben der Mut im Starthang. Deswegen die 62-hundertste Rückstand. Also das war zu brav. Einfach zu brav. Und schauen wir jetzt auf die Körpersprache. Die Arme sind draußen. Das ist alles ganz ruhig. Aber es fehlt dieses Peitschen vorwärts, dieser Wille, zum nächsten Tor so schnell als möglich zu kommen. In der Körpersprache. Das ist ein passives Fahren. Ran an die Stange, berühren und dann wieder weitermachen. Sondern durch die Stange hindurch fegen, fahren. Wie eigentlich, man muss es immer wieder zitieren, Michaela Schifrin in Perfektion zeigt. Und dementsprechend ist dann natürlich auch der Zeitabstand der Konkurrenz riesengroß, weil die es nicht so praktizieren, auch mit 3,15. Optischer Blitz, saubere Fahrt, da war kein Fehler drin, kein Nackler, das ist immer die gleiche Position, aber genau das war's. Du musst dieses Forcieren anfangen, dieses Riskieren, mal die Fahrlinie benutzen, um Speed aufzunehmen. Das ist fast ein Umsteiger. Ja, das passiert dann schon mal. Die Super Slow-Mos sind eigentlich grausam. Da siehst du oft Positionen beim Skifahren, dass du nur einen Kopf schüttelst. Aber es ist, wie gesagt, eine Momentaufnahme.